Niederbayern 100.de. Die 100 Sekunden Videonachrichten mit allem Wichtigen aus Niederbayern und der Region. Täglich aktuell ab 12 Uhr mittags. Immer wissen, was los ist. Präsentiert von Sanitätshaus Göldner in Eggenfelden, Pfarrkirchen, Simbach am Inn und Arnsdorf. Wir tun was für Ihre Gesundheit. Herzlich willkommen bei Radio Trausnitz Niederbayern in 100 Sekunden. Paukenschlag im Vorfeld der Bürgermeisterwahl in Pfarrkirchen im März. Der ehemalige CSU-Stadtrat Horst Lackner will für die Freien Wähler als Kandidat antreten. Die Vorstandschaft hat ihn gestern Abend einstimmig vorgeschlagen, heißt es in einer Pressemitteilung. Das letzte Wort hat die Mitgliederversammlung im Dezember. Lackner hatte im September eine CSU-interne Kampfabstimmung um die Bürgermeisterkandidatur gegen Wolfgang Beißmann verloren. Der Realmarkt am Otto-von-Dantel-Ring in Straubing macht in einem Jahr dicht. Das teilte die Geschäftsleitung in einer überraschend einberufenen Betriebsversammlung den Beschäftigten mit. Von der Schließung betroffen sind 75 Mitarbeiter. Ende 2014 läuft der Mietvertrag des Marktes aus, der nicht mehr verlängert wird, da der Standort unwirtschaftlich geworden sei, hieß es. Die Schlägerei am vergangenen Wochenende vor einem Pfarrkirchner Lokal war offenbar brutaler, als zunächst bekannt geworden war. Vier Männer im Alter von 63, 54 und 21 Jahren waren von einer Gruppe von Schlägern zum Teil schwer verletzt worden. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nun wegen versuchten Totschlags gegen mehrere bislang unbekannte Männer und Frauen. Sie hatten ihre Opfer unter anderem gestiefelt, als diese schon am Boden lagen. Einer der drei Schwerverletzten musste sogar in eine Spezialklinik verlegt werden. Die Polizei bittet Zeugen der Schlägerei, sich zu melden. Der Hochschulstandort Straubing wird ausgebaut. Bis zu 1000 Studienplätze soll es geben. Das kündigte zumindest Staatssekretär Bernd Siebler an. Er bescheinigte den niederbayerischen Hochschulstandorten in Straubing, Passau, Deggendorf und Landshut eine hervorragende Entwicklung und glänzende Zukunft. Zum Volleyball. Das gefällt den Roten Raben Vilsbiburg gar nicht. Die Pokalauslosung am Mittwoch in der Ballsporthalle wird wegen eines Fehlers für ungültig erklärt. Die Halbfinalpartien im deutschen Volleyballpokal mit den Roten Raben Vilsbiburg werden morgen Abend, also in Dresden, im zweiten Versuch ausgelost. Weitere Meldungen unter radio-trausnitz.de.